Wenn sie ausrücken, geht es oft um Leben und Tod. Die Männer der Berufsfeuerwehr Leipzig sind immer dann zur Stelle, wenn Menschen in Not geraten. Auch mit ihren Rettungswagen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. 7 Uhr morgens. Dienstbeginn für den 41-jährigen Feuerwehrmann Jerome Jentsch. Normalerweise löscht er Brände, heute aber versieht er seinen Dienst auf dem Rettungswagen. Also wir machen jetzt zu jedem Dienstbeginn, übernehmen wir das Fahrzeug und die Medizinprodukte praktisch, alle Gerätschaften, überprüfen die auf Vollzähligkeit. Ebenfalls dabei Sven Freund. Er ist ausgebildeter Notfallsanitäter und der Chef im Team. 12 Stunden liegen vor den beiden, 12 Stunden, bei denen es um Menschen und deren Gesundheit geht. Kaum ist alles eingeräumt, geht es auch schon los, der erste Alarm. Wir haben jetzt als Einsatz bekommen akutes Abdomen in Arztpraxis und weiteres erfahren wir dort vor Ort. Akutes Abdomen, extreme Bauchschmerzen können alles bedeuten. Von harmlosen, starken Blähungen bis hin zum Magendurchbruch, der lebensgefährlich sein kann. Sicherheitshalber wollen die beiden die Trage mitnehmen. Doch leider sind viele Fahrstühle dafür nicht ausgelegt. Das ist jetzt der Fall, dass der Fahrstuhl zu kurz ist. Und wir müssen schauen, ob das jetzt machbar ist, dass wir die Trage benutzen. Solche Probleme können Menschenleben kosten. Um keine Zeit zu verlieren, geht Sven allein in die Praxis. Der Patient soll dringend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden und ist zum Glück ansprechbar. So seit 3 Tagen ist das, ja? Ja. Und kein Durchfall? Kein Durchfall? Nee. Achso, hat er irgendwas bekommen über die Infusion oder nur eine Infusion? Nur Infusion, nur Kochsalz. Der Patient kann zwar selbst laufen, trotzdem gilt, solange keiner weiß, woher die starken Bauchschmerzen kommen, ist Vorsicht angesagt. Willst du nochmal Vitalparameter? Ja. Die Vitalparameter Puls und Sauerstoffsättigung sind okay. Der Blutdruck ist mit 152 zu 103 etwas erhöht. Der Patient kann ohne Blaulicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Doch kaum ist er abgesetzt, kommt der nächste Alarm. Ein kleines Kind soll starke Verbrennungen haben. Bei solchen Einsätzen zählt jede Sekunde. Also bei Einsatzfahrten, wo es um Kinder geht, also ich persönlich für mich, ich werde dann schon ein bisschen angespannter und ich gebe dann auf der Einsatzfahrt auch ein bisschen mehr Gas. Natürlich auch dementsprechend, wie der Verkehr ist, aber bei Kindern, da drängt dann für mich oder im Kopf ist dann die Zeit schon, steht im Vordergrund, dass man schnellstmöglich an der Einsatzstelle kommt, um den Kindern schnellstmöglich zu helfen. Bei lebensgefährlichen Verletzungen von Kindern werden immer zusätzlich zum Rettungswagen auch der Notarzt und die Polizei alarmiert. Die Polizisten haben bereits erste Hilfe geleistet und den Jungen in die Badewanne gesetzt. Ja, das ist klatschnass. Das ist ordentlich am Bauch unten schon Haut ab und Oberschenkel Haut ab. Das ist schon ganz schön. Ne? Das Kind hat sich ordentlich am Bauch und Beine verbrüht, sodass die Haut sich schon abhält. Das Kind muss so schnell wie möglich in eine Spezialklinik. Das gehen Sie mit daneben, dahinter mit, ne? Das geht dann auch schon nah, aber in dem Moment, wenn man an die Einsatzstelle rankommt, an den Kleinen, dann reagiert er erstmal und dann arbeiten wir erstmal ab, um bestmöglich zu helfen. Ja. Tun Sie mal auf die Seite legen. Leg dich mal auf die Seite. Auf die Seite legen, so hier, genau. Die Polizei wird nun ermitteln, wie diese Verletzungen entstanden sind. Das Kind wird nach der Erstversorgung direkt ins Krankenhaus gebracht. Sicherheitshalber fährt die Notärztin gleich im Wagen mit. Nach diesem Einsatz wollten Jerome und Sven eigentlich eine Pause machen, doch daraus wird nichts. Der nächste Alarm kommt direkt auf dem Rückweg. Wir fahren jetzt zum Einsatzgeschehen und zwar zu einer älteren Dame, die nach einem Fahrradsturz mit einer Kopfplatzwunde auf dem Kopf wohl versehen ist. Und dann werden wir mal sehen, was wir dort machen müssen oder was alles vorherrscht. Eine 80-jährige Frau liegt auf dem Boden. Sie wissen noch, wie alles passiert ist? Ja, ich habe sicher hier die Kurve. Ich gehe hier hoch und bin sicher in die Rille reingekommen. Das kann schon sein, ja. Und da sind Sie gestürzt? Bin ich gestürzt. Die Dame ist ohne Helm gefahren und mit dem Fahrrad hingefallen. Das kann besonders bei älteren Menschen ernsthafte Folgen haben. Ein zufällig vorbeifahrender Arzt und Passanten haben sofort erste Hilfe geleistet. Warten Sie, mit unserer Hilfe. Vielleicht auf dem linken Knie abstützen, wenn das rechte wehtut.
Genau. Jetzt schön vorsichtig. Ja. Genau, alles drauf, alles anlassen. Meine Blödheit. Naja, das passiert so schnell. Na, da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Naja, na, mit 80 Jahren ist ja auch nicht mehr so. So, wo ist jetzt mein... Froh, dass es nicht weiter passiert ist. Ja. Die Dame soll zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Ja. Hier, das auch mit... Auf dem Kopf sind Sie nicht gestürzt? Ja, doch, auf dem Kopf bin ich, aber das geht. Tut mir jetzt nichts weh. Ich taste mal kurz ab, ne? Wurden eher im vorderen Bereich? Nee, ich bin oder? Hier auf die Nase gefallen. Aufs Gesicht gefallen? Ja, aufs Gesicht gefallen. Die Nase ist fest, ja. Nee, da tut mir eigentlich nichts weh. Mir tut jetzt nur das Knie weh. Jetzt gehen wir mal raus aus dem Ärmel. Das machen wir mal. Ich bin bloß mal am Arm und reicht. Gerade bei Stürzen auf den Kopf ist eine genaue Untersuchung sehr wichtig. Versteckte Blutungen im Schädel können am besten durch ein CT entdeckt werden. Dann endlich die verdiente Mittagspause. Seit 7 Uhr morgens sind die beiden hier auf der Feuerwache im Dauereinsatz. Gegessen wird nur, wenn kein Alarm kommt. Also unsere Mittagspausen sind nicht geregelt. Das heißt, wir essen dann Mittag oder essen dann was, wenn wir Zeit haben zwischendurch, wenn mal kein Einsatz ist. Und der kommt meistens noch während des Essens. So eine 12-Stunden-Schicht auf dem Rettungswagen ist vollgepackt mit Notfällen und Schicksalen. Fast im Stundentakt kommen die Fälle rein. Um 6:30 ist nach fast 12 Stunden und 9 Einsätzen der Feierabend in greifbarer Nähe. Doch dann kommt Alarm Nummer 10. Wir fahren jetzt zu einem älteren Herrn mit einer Kopfplatzwunde. Um weiteres ist noch nicht beschrieben. Ja, Trauma. Vor Ort finden die beiden Feuerwehrmänner eine ungewöhnliche Situation vor. Während ein Kind entspannt in einer Schaukel sitzt, liegt ein älterer Mann blutend auf dem Boden. Seine Kofferraumklappe ist ihm auf den Kopf geschlagen. Schön langsam, wir setzen uns erstmal hin. Ja, das ist so wie... Wie ein bisschen. Setzen Sie sich ruhig auf die Couch, ganz entspannt. Wenn Sie nicht schwindelig ist. Wenn ich nirgendwo noch Blutflecken. Alles gut, setzen Sie sich erstmal hin. Setzen Sie sich hin in aller Ruhe. Es scheint zum Glück nur eine Platzwunde zu sein. Ja, wir können da gerne ein Pflaster drauf machen, wenn Sie. Wenn Sie nicht ins Krankenhaus wollen, müssten Sie uns einen Transport ablehnen, unterschreiben. Und wenn Sie Tetanus geimpft sind, ist alles gut. Darum geht's nämlich. Der Patient hat weder Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen. So kann eine Gehirnerschütterung erstmal ausgeschlossen werden. Nach 12 Stunden Dienst gehen die Männer mit der Gewissheit, heute vielen Menschen geholfen zu